Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Film machen wir mal was ganz Besonderes. Nein, es ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern in diesem Film gucken wir meine Videos. Jetzt könnt ihr sagen, hey, was ist denn das für ein Schrott, das kann ich doch selber. Nein, ich möchte euch in diesem Film einmal meine Lieblingsszenen zeigen. Ich sage mal vorweg, es sind viele. Wenn ich mir meine eigenen Filme ansehe, ja, dann gucke ich sie manchmal nicht ganz an, komplett, aber immerhin wenigstens meine Lieblingsszenen. Wir können in diesem Video natürlich auch nicht alle gucken, völlig klar, denn es sind einfach zu viele. Ich möchte euch aber mal ein paar ausgewählte zeigen und ich würde sagen, genug der langen Vorrede. Wir starten mal mit meinem Hawaii-Film. Und wie könnte es anders sein? Es ist der Sonnenuntergang von Mauna Kea. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber die Konstellation mit der Musik und dieser Farben auf dem Bildschirm und mal davon abgesehen, vor Ort war es damals auch wirklich eine einzigartige Erfahrung. In dünner Luft zum beginnenden Abend dort oben zu sein und wie wir so sehen, wenn die Sonne untergeht, das habe ich nicht irgendwie beschleunigt, sondern das war alles Echtzeit. Die Sonne geht wirklich, man konnte wirklich zugucken, wie sie hinter dem Horizont verschwand. Ja, ein weiterer Film, der auch schon etwas älter ist, ist meine Kanada-Reise und zwar in den Osten Kanadas. Dort bin ich ja zu später Stunde in einem Hotel angekommen, was sozusagen wirklich direkt am St. Lorenz-Strom lag. Ich habe natürlich erstmal eingecheckt und habe mich dann auf dem Zimmer ein bisschen ausgebreitet und bin natürlich nochmal abends zu Fuß einfach die paar Schritte runter ans Wasser gegangen. Und das ist ebenfalls ein Sonnenuntergang, der mir bis heute noch wirklich, ja, wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Saint-Anne-de-Mont heißt die kleine Ortschaft, die durch das abendliche Sonnenlicht in rötliche Stimmung getaucht wird. Vom Motel sind es nur wenige Fußschritte bis ans Wasser, wo ich mir den Sonnenuntergang ansehen und den Tag ausklingen lassen will. Vielleicht erinnert sich ja noch der ein oder andere an meinen Neuseeland-Film. Da habe ich ja einen Zwischenstopp gemacht auf halber Strecke in Singapur. Und wenn man mal überlegt, Singapur ist ja schon wirklich sehr weit weg. Und von Singapur bis nach Neuseeland, ja, da fliegt man noch mal 10 Stunden. Ja, und dieses Gefühl, was ich dabei hatte beim Anflug, beim Abflug von Singapur, noch mal diese Strecke weit weg, das ist wirklich genial. Und ich hoffe, es ist mir auch gelungen, das Ganze filmisch umzusetzen. Als wäre Singapur mit 10.000 Kilometern nicht schon weit genug von der Heimat entfernt, wird die 10-stündige Flugreise zum neuseeländischen Festland die Distanz nochmals kräftig steigern. Nach einigen Stunden überfliegen wir die unendlichen Weiten der australischen Landmasse, über uns funkeln die Sterne, es wird langsam dämmerig. Auf der Höhe von Brisbane verlassen wir die Ostküste und steuern auf die offene Tasmanische See zu. Kaum zu glauben, dass man für deren Überflug allein 3 Flugstunden benötigt. Und dann kommen sie endlich, die Ausläufer Neuseelands. Schon die ersten Blicke unterstreichen das, was man sich unter diesem Land so vorstellt. Hügelig, saftig grün, ländlich. Zum Touchdown heißt es also nun willkommen in Auckland. The local time is 15 minutes past 10 in the morning. I'd like to thank you for choosing to fly with Jetstar today. It has been a pleasure having you on board and bringing you to Auckland. Ja,
und dann waren wir endlich nach einer langen, langen Reise in Neuseeland angekommen. So, wir machen jetzt mal einen Zeitsprung, denn ich war ja mal irgendwann in Thailand. Ja, Thailand war auf jeden Fall auch wirklich eine Reise wert. Und was mir bei dieser Reise immer noch besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die lange, lange Fahrt spätabends oben vom Norden bis runter in den südlichen Teil oder südlicheren Teil des Landes. Und die habe ich natürlich auch wieder mit einer besonderen Musik unterlegt. Und der eine oder andere, der sagt, naja, deine Autofahrten und so, das ist immer ein bisschen viel. Und der andere hat mir geschrieben, naja, es ist immer ein bisschen wenig. Ich persönlich, für mich ist es immer der Ausdruck von Freiheit. Ja, und einmal wieder ist es mir in dieser Szene gelungen, denn ich habe mir sie persönlich sehr, sehr oft angesehen. Und ja, wir schauen mal kurz rein. Um 19 Uhr ist jegliches Sonnenlicht abgetaucht und ich rausche über die abendlichen Straßen Thailands. Spätestens nach dem heutigen Tag fahre ich schon selbst wie ein Thai. Dennoch bin ich erstaunt, dass man in Thailand auch zu vorgerückter Stunde gut vorankommt. Zwar wollte ich zunächst Nachtfahrten vermeiden, aber was tut man nicht alles, um spätabends die Stadt Kanchanaburi zu erreichen? Die Uhr wird 21.30 Uhr zeigen, bis ich am Ortsrand in ein Hotel einchecken werde. Da war ich wirklich angekommen. Es war wirklich ein richtig krasser Trip den Tag gewesen. Das kann ich mich noch wirklich dran erinnern. Und im Nachhinein war ich doch auch wirklich sehr erstaunt, dass man in Thailand überhaupt so gut Auto fahren kann, über vor allem auch eine so lange Strecke. Und dann sind da natürlich noch meine Australien-Filme. Viele Leute haben sie gesehen, viele Leute haben mir deswegen geschrieben und Australien hat auch bis heute mein Herz berührt. Und das Tolle ist, wenn man in Australien so einfach aufs Blaue drauf losfährt und man weiß, man hat nicht nur wie in Europa nochmal so 50 Kilometer zu fahren, sondern vielleicht sogar Hunderte, weil das Land einfach so groß ist. So ist es dann eines Abends passiert, dass ich auf Hotelsuche war und das erste Hotel hat leider nicht geklappt. Und dann, wir erinnern uns, ich musste auf die Landzunge mit der Shark Bay hinausfahren und zwar gegen die Sonne, gegen die untergehende Sonne im Indischen Ozean. Was für eine geile Szenerie. Und die gucken wir uns im Film noch mal kurz an. Die Frage ist, haben die hier Hotelräume? So sah ich nur noch einen Ausweg, bereits heute Abend auf die Landzunge der Shark Bay zu fahren, der Sonne entgegen. So klein die Landmasse auf der Karte auch erscheint, so überdimensional groß war sie zu befahren. Aller guten Dinge sind drei, der Aufwand hatte sich gelohnt. So, unser nächster Zwischenstopp, der wäre dann schon mein Südafrika-Film. Und auch dort gibt es mehrere Szenen, die einfach nur klasse sind. Sonnenuntergänge und so, naja, haben wir jetzt schon genug gesehen. Eine Szene gucke ich mir aber auch immer ganz gerne wieder an, und zwar früh morgens, wo ich in meinem Baumhaus aufgebrochen war, um dann in den Krüger Nationalpark zu fahren. Und ich bin deswegen wirklich sehr früh losgefahren, weil viele Reiseberichte und Leute mir gesagt haben, na, du wirst schon einige Zeit brauchen. Aber ihr erinnert euch, alles das hatte ich ja auch in meinem Film erklärt. Wir gucken uns das einfach noch mal ganz kurz an. Sechs Uhr am Morgen. Man mag es kaum glauben, aber das wird nicht die letzte Aktion ganz früh sein, bei der ich so früh aufstehen muss. Ich möchte nämlich heute zum Krüger Nationalpark fahren und ich möchte nicht durch irgendein Einlassgate fahren, sondern ich möchte möglichst auch durch das Haupt-Paul-Krüger-Gate fahren. Kilometermäßig ist der wohl bekannteste Nationalpark Südafrikas nicht wirklich weit weg. Die Wegstrecke ist dennoch zeitintensiv. Man denke zum Beispiel an die 8 Kilometer lange Wellblechpiste vor der Haustür, für die ich schon allein wegen meiner übervorsichtigen Fahrweise des Mietwagens wegen eine halbe Stunde brauche. Oder an die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Stundenkilometer im Nationalpark, zum Schutz der Tiere.
Bei einer Ausdehnung von durchschnittlich 350 Kilometer Länge mal 54 Kilometer Breite wird sich die Strecke ziehen. Und dann sind da eben noch die Einlassgates, wobei ich mir von meinem Auserwählten wenigstens noch eine Ansicht der Paul-Krüger-Statue verspreche. Aber wir stehen ja noch ganz am Anfang. Das Küchenpersonal hat mir ein Lunchpaket vorbereitet, wie nett. Und so wird es in aller Frühe Zeit zum Aufbruch. Es geht los um 6.26 Uhr. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja, und um das Lodge-Gelände zu verlassen, musste ich ja an so einem Gate vorbei, weil das ist ja ein privates Reservat gewesen. Und ich war schon irgendwie ein bisschen ängstlich, weil ich war mir nicht so wirklich sicher, ob da frühmorgens schon wirklich jemand ist. Und in der Tat, mir hatte dann natürlich auch jemand das Gate geöffnet. Ja, und dann konnte ich meinen Weg zum Krüger Nationalpark antreten. Und ehrlich gesagt, mein großer Wunsch ist es eigentlich nochmal nach Südafrika, nochmal in solche tollen Lodges rein. Naja gut, eigentlich bin ich aber einem ganz anderen Land verbunden. Und zwar dem Land Namibia. Ich glaube, Namibia ist bis heute eines meiner Lieblingsländer. Gut, man muss ein bisschen Faible dafür haben. Wüste, Einsamkeit. Aber genau das ist es, was mir immer besonders großen Spaß macht, das einfach mal zu erleben. Dann erinnern wir uns natürlich noch an die schöne Dünenlandschaft in der Namib-Wüste. Und ich hoffe, ich komme irgendwann noch mal dazu, mal viel mehr Zeit eben dort zu verbringen. Bis es soweit ist, schauen wir mal kurz rein. So, Namibia wäre nicht Namibia, wenn es denn auch ein wenig Sandwüste hätte. Wir sind jetzt hier direkt bei der Düne Nummer 45. Das ist die größte Sanddüne der Welt, die sich am Kilometer 45 befindet. Obwohl, ich muss da noch mal eine kleine Korrektur anbringen, die mir leider als Lapsus unterlaufen ist. Es ist leider nicht die größte Sanddüne der Welt, sondern eine der größten Sanddünen der Welt. Wir müssen noch mal über Japan sprechen. Japan ist übrigens mein erfolgreichster Film bisher. Der hat die meisten Klicks generiert und ist damit sozusagen auf meinem Kanal durch die Decke gegangen. Und er ist auch wirklich ziemlich lange an oberster Stelle gerankt im YouTube-System. Tja, vielleicht sollte ich noch mal einen machen. Also in der Tat könnte man durchaus noch mal das Hinterland bereisen. Das würde ich dann gerne mit dem Auto machen. Und ansonsten haben wir ja bisher erstmal natürlich nur die großen Städte gesehen. Ja, gut. Es gibt aber auch hier eine Lieblingsszene, die ich mir immer gerne wieder ansehe, und zwar ist das sozusagen das Ende. In der Tat sind mir auch mal die Abspänne und generell die Enden von Filmen so gelungen, dass ich sie mir sehr häufig ansehe. Und zwar natürlich die Shinkansen-Fahrt zurück nach Tokio. Und ja, wir sollten mal reinschauen. Nach meiner langen, langen Reise bin ich jetzt wieder in Tokio angekommen. Hinter mir die markante Skyline der Stadt. Nun, was bleibt am Ende dieser wirklich spannenden Reise noch zu sagen? Für mich das Fazit: Japan ist das Land der Moderne und Tradition. Dann kommen wir jetzt auch schon zu der letzten Lieblingsszene. Und was könnte das sein? Natürlich der epische Anflug auf Hongkong. Also, ein oder zwei Leute auf YouTube, die haben es tatsächlich verstanden. Die haben mir geschrieben, wow, super geil, sowas habe ich ja noch nie gesehen, so ein Anfang und so. Und also auch das ist eine Szene, fahrt sie euch unbedingt mit Kopfhörer rein. Ja? Ich meine, ihr müsst doch mal die Situation verstehen. Man hat so einen 10-Stunden-Flug hinter sich, irgendwann mal in Frankfurt gestartet, Deutschland liegt ganz weit weg. Und man ist durch die Nacht geflogen und morgen, es wird auf einmal so, die Sonne geht so langsam auf über den Wolken. Und dann kommt man irgendwann in dieses Hongkong-Gebiet und der Flieger hätte ja direkt anfliegen können auf den Airport Hongkong. Nein, er dreht noch hinten eine extra Runde und man hat schon am frühen Morgen dieses geniale Panorama dieser Wolkenkratzer auf dieser Inselwelt. Ja, und das zeigt meine letzte Lieblingsszene, die wir uns jetzt hier in diesem Film ansehen.
Wir erleben einen der farbenfrohsten Anflüge auf Hongkong. Bilder, die eindeutig sprachlos machen. Kein Wunder, liegt Deutschland mit gut 9.150 Kilometer in weiter Ferne, die nur mit vielen Flugstunden zu absolvieren sind. Unter uns sehen wir bereits die weitläufige Inselwelt der chinesischen Sonderverwaltungszone, auf der wir in Kürze landen werden. Wie ein massiver Wald ragen die unzähligen Hochhäuser der Stadt in den Himmel, die wie von selbst die Wolken zu küssen scheinen. Selbstredend steht uns damit ein spannendes Reiseziel bevor. Bringen Sie also Ihren Sitz in eine aufrechte Position und schnallen Sie sich an. Das waren in Kurzform ein paar ausgewählte Lieblingsszenen, die ich mir persönlich in meinen Filmen immer und immer wieder gerne ansehe. Die Frage bleibt natürlich, was sind eure Lieblingsszenen? Schreibt es mir doch mal hier unten in die Kommentare. Und ich glaube, einige von euch, das weiß ich von Rückmeldungen, schauen sich meine Filme auch nicht nur einmal an, sondern mehrmals. Ja, das soll es für dieses kleine Video hier auch gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ihr, an euch liegt es jetzt, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich euch überlassen. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst natürlich bitte auch nicht, diese kleine Glocke noch mit einzuschalten, damit ihr auch die entsprechende Benachrichtigung bekommt. Tja, damit darf ich mich dann ganz herzlich verabschieden und mir bleibt dann nur noch übrig, euch viele Grüße aus irgendeinem fernen Land zu wünschen. Bis demnächst!